Moin! In diesem Video geht es darum, wie man sich mit Hilfe eines Hardware-Tokens mit dem zweiten Faktor anmelden kann. Dies ist eine von zwei Möglichkeiten, den Code für die Zwei-Faktor-Authentifizierung im Schulportal SH zu erzeugen. Für die Ersteinrichtung müssen Sie nichts weiter tun. Der Hardware-Token, den Sie bekommen, sollte von den schulischen Administratorinnen und Administratoren bereits mit Ihrem Benutzerkonto verbunden worden sein. Dies bedeutet, dass Ihr Hardware-Token genau zu Ihrem Benutzerkonto gehört. Sie können sich also nicht mit dem Token einer Kollegin oder eines Kollegen anmelden und auch umgekehrt kann Ihr Token nicht den Zugang einer anderen oder eines anderen freischalten. Sollten Sie Ihren Hardware-Token verlieren, müssen Sie dies umgehend Ihren schulischen Administratorinnen oder Administratoren melden, damit diese den Token sperren und so den unbefugten Zugriff auf Ihre schützenswerten Daten verhindern können. Was bedeutet das jetzt für Ihre Anmeldung? Melden Sie sich wie gewohnt im Schulportal SH an. Die meisten Dienste können Sie wie gewohnt auch weiterhin ohne zusätzliche Authentifizierung nutzen. Nur die dienstliche E-Mail und, sofern Ihre Schule diesen Dienst nutzt, SchoolSH werden durch den zweiten Faktor abgesichert. Wenn Sie auf die Kachel E-Mail klicken, erscheint ein Fenster, in dem Sie nach einem Einmalpasswort gefragt werden. Jetzt brauchen Sie Ihren Token. Drücken Sie auf den Knopf auf der Vorderseite. Auf dem Display erscheint für 60 Sekunden ein Zahlencode. Dies ist das Einmalpasswort. Tippen Sie dies in die Anmeldemaske. Über das Augensymbol rechts an der Seite können Sie zwischen Ziffern und Unsichtbar-Modus wechseln. Klicken Sie dann auf Anmelden. Wenn Sie dies nicht in den 60 Sekunden schaffen, können Sie durch erneutes Drücken auf den Knopf ein weiteres Einmalpasswort anfordern und dann diesen neuen Code eingeben. Jetzt können Sie wie gewohnt mit Ihren Dienstmails arbeiten.